Buongiorno! Morgen! Dann sagst du Buongiorno, ich sage Arrivederci und das war's Video. schönen guten Morgen. Wir sind immer noch in Castel Delfino beim Biken. Ja. Oh Wunder! Echt schön, gestern haben wir noch gut gegessen. Super, ja. Eigentlich ist da gar nichts los. Genau. Eigentlich ist nicht viel los, ist immer so. Das ist der Show-Effekt. Genau. Wir haben da ganz nett Platz zum Parken. Heute sind wir elektrifiziert am Weg. Bei uns geht es auf Monte Pietralungo. Ja, ist auch in der Gegend. Schaut ganz interessant auf der Kost aus. Gestern war es echt lang. Wir haben über 2200 Höhenmeter Taufe gehabt. Bei minus 8 Grad da oben. Wir haben geschaut auf 3000. Und durchaus Wind. Wir haben so gut gerochen, jetzt riecht man immer gut. Weil gestern waren wir dann in der Pizzeria. Ich rieche irgendwie noch Frutti di Mare, die wirklich noch Spaghetti Ali Olio und ein bisschen Pizza. Mit einem kleinen Hauch von Tiramisu und Kaffeedunst und ein bisschen Weißwein. Also, ihr könnt euch feststellen, auf der anderen Seite vom Bildschirm, wie wir riechen. Einfach perfekt. Das gehört dazu, wenn man über, wie lange sind wir jetzt am Weg? 10 Tage oder so. Ja. In der Zeit am Weg ist, man nimmt natürlich Gerüche an und bringt das heim. Ist halt ja das Lustige. Die Gegend absoluter Traum darin, ihr seht, wir haben schon wieder Bombenwetter ausgefasst. Es ist gar nicht so kalt, wir müssen noch relativ warm anziehen. Ja. Ihr seht, keine kurzen Socken, sondern von der Bundeswehr, die noch von meiner Wehrdienstzeit, die sind richtig warm. Weil es in der Früh, was hat es gehabt, 5 Grad? Ja, so warm ist es nicht, aber es gibt kein Wind, ist schon mal Traum. Genau. Wir starten jetzt, wie gesagt, an, alles Militärpiste laut Karte, deswegen die E-Beaches, weil der Appell doch technischer wird, macht mehr Fun und laden können wir auch. Jetzt noch, die einen Zeit, wenn wir im Auto schlafen, haben wir ja keine Möglichkeit zu laden, das müssen wir ja relativ sporadisch machen. Wir haben voll guten Strom, dafür haben wir keine Heizung. Ja, wir waren ja gestern relativ durchfahren, oder? Das Hotel ist echt nicht schlecht. Also, super, sagen, voll nett, wirklich Hammer. Und es ist total altbar, aber halt. Voll schön. Ja, das passt gut. Und dann können wir rein und freuen uns einfach nur auf eine warme Heizung, auf ein extrem warmes Zimmer, weil natürlich im Auto schlafen und so war, aber da schon unterkühlt, den ganzen Tag mit der Wind und minus Grad im Schnee. Passt, nein, erst ab 15. Oktober läuft die Heizung. Toll. Egal wie warm das am 15. Oktober ist, sie läuft am 15. Oktober. Wurscht. Haben wir was gelernt? Wenn Sie jetzt irgendwo so einen kleinen Heizstreuer abstellen, der was überhaupt ganz cool ist, auch wenn man bei einem Campingplatz ist, euch ins Auto, vors Auto, da haben wir Strom, da kommen wir noch dazu, heizen und trocknen. Macht überhaupt viel Sinn, glaube ich, in die Zeiten. So was bestimmen Sie jetzt, hauen Sie euch ins Auto und dann heizen wir uns das Zimmer auf wohlig, warm in 31 Grad auf in Zukunft. Wow. Ja, aber ich bin mal unterkühlt, bin ganz genau. 10 Decken geschlafen. Wurscht, in 6 Monaten ist eh schon wieder März, ist Sommer, dann geht es eh nach Bogen und die paar Monate frieren. Ja, frieren macht dünn, weil man mehr Kalorien verbrennt. Wow. Ja. Keine Ahnung, ich wollte was sagen, hab's vergessen. Ist mir eigentlich relativ wurscht, war eh nichts Gescheites wahrscheinlich. Na, packen wir's an, oder? Packen wir's an. Schau, mal das mit der Uhr. Wir füllen da gerade jetzt noch Wasser auf. Es ist außen um alles gefroren. So krass, wie es ausschaut. Wahnsinn. Da hinten oben nämlich, da. Seht ihr es, da sind noch alte Bunker. Die sind aber als Haus da. Also sogar mit Kamin und so, gell? Ja, ja. Echt geil und schaut aus wie richtige Türen und Fenster. Voll lustig. Also da geht es voll dazu. Da wird es wahrscheinlich dann eine eigene Bunkerbesichtigung und so auf einmal geben. Einmal machen, ja. Und da jetzt gerade noch fotografiert, das schaut echt geil aus. Wie sind das eigentlich scheint, wow. Krass. Jetzt haben wir kurz noch weg gemacht und zwar ist da so ein Museum. Und jetzt müssen wir das bitte geben. Was ist hier da oben haben? Also, hier geht da einer. So, Windows ist eingeschaltet und jetzt. Benvenuti nell'area naturalistica montana di Castel Delfino. Mega! Auf alle Fälle erklärt ihr da alles. Wer italienisch guckt, kann das gerne in den Kommentaren übersetzen. Und da gehen wir dann so rein. Und dann ist man im Museum. Das ist ja nur noch geil, oder? Krass. Und ist wieder aus. Windows hat sich wieder abgeschaltet. Windows hat sich abgeschaltet. Wow, das haben sie echt cool gemacht. He? Voll gute Idee. Also, das ist echt eine tolle Idee. Wissen wir jetzt, was das zu bedeuten ist hat? Ist Erstbesteigung, glaube ich. Monte Visioni. Das Versteig, ha? Visino 1863 und 1864. Krass. 250 Jahre war die Erstbesteigung. Und 2013 ja, cool. Hat sie es gemacht. Und da unten geht das Museum dann weiter.
Wir wissen noch nicht ganz genau, was das auf sich hat, aber wir vermuten so eine Zeitgeschichte. Also halt, was wann und wann passiert, wann ist. Echt cool. Aber da müssen wir uns Zeit nehmen, für das ist ja voll schade, einfach so durchgehen. Das ist Wasser, hast du gesagt? Ja. Druckleitung. Okay. Wow. Super. Berlino. Sehr weit, da sind wir schon. So, Berlino? Ja? Es gibt ein Monte Berlino. Und das war jetzt, weil noch ein Lauf schnell durch ist. Das war jetzt dann der Lückenschluss, wenn man das Tal weiterfährt, aus Valle Maira. Man könnte sogar Berlino hinten euch wieder auf und daher. Das sind aber glaube ich so 3000 Höhenmeter ab hier. Und jetzt war die Täler verbunden. So eng hängt das zusammen wie ein Auto. Das sind die Verschleifen aus. Gut, ich soll jetzt verkünden, dass wir jetzt auf unbefestigte Wege fahren. Hallo! Ja, super. Die alte, die noch drin bei Corona fahren und wir drum laufen. Ja. Ja, super. Geht's auf. Ein wunderschönes Haus. Ja, kannst du uns rein fahren drücken? Ja, 50 Jahre, glaube ich gar nicht. Super, na scheiße. Tag. Mittag. Jetzt kriegt man ein bisschen die Sonne, das war fein. Ja, mach ich Spaß. Ja. Hat Spaß. Mhm. Die Restl gibt es noch von gestern. Wir haben so viele Pizzen gegessen, die überblieben. Die haben es nicht mehr gewusst, was vorher. Das ist schon halt lang. Parastücher. Mhm. Fein. Ja, fein. Mhm. Ist warm, gell? Aussicht ist ein Wahnsinn. Aussicht ist Wahnsinn. Wir sind jetzt bis zu der alten Ruine aufgefahren. Die war es mir jetzt gelöst. Da. Mhm. Und von da schauen wir uns den Trail. Der geht wo los? Am Sattel unten. Ja, da. Direkt wieder euch zum Stausee. Ja. Hammer! Ja. Boah, das ist schon schnauft. Heim in die Sonne kriegen. Mhm. Das ist nämlich echt. Aber gegen gestern. Ja, kein Vergleich. Aber es hat zuerst ganz leicht, also nicht bei uns, aber da hinten, Schnee. Also auf dem Pass, gell? Mhm. Und da ist die ganze aber kalte Luft gekommen. Jetzt wirklich voll fein. Jetzt ist gerade echt fein. Aber wir haben trotzdem mal gehabt mitgenommen. Ja. Also nicht auf 2,6 oben herum jetzt gesagt. Ja, und die ist schon was mit. Ja. Ja. Ah, fein. Ja. Geil. Ah ja. Ja.
Ja, voll. Ja, voll. Neue Vornägel. Bei dir. Du? Achso, deine Kosten gehen, echt? War fein. Egal, die wollen uns keine zu viel, hä? Ja, schon. Ja. Alive.
Ja gut, wir sind jetzt schon fast wieder ganz unten. Und gebt euch mal das bitte. Geil, das ist Staumauer. Und da drüben ist der See. Wunder, wunderschön. Was ist ein Bikerfahren? Ja, die Staumauer. Ein Überlauf da. Ein Überlauf, ja. Ich werde unten gut rausgehen. Aha. Schaut einfach aus. Ist es aber nicht. Und da geht es dann für uns wieder raus. Und jetzt seht ihr es wieder hin und her. Ja. Aber es ist voll schön. Geht voll gut, ja? Da ist zu. Aber es ist frisch, das stimmt schon. Wie haben wir alles, ja? Ja, jetzt kann ich gerade nicht greifen, aber jetzt sehr schön. Sitzen wir jetzt in Castel Delfino und da ist voll cool, also es ist ein Mini-Supermarkt dabei mit einem Restaurant sozusagen, also die haben alles selber gemachte Salate und Essen, was da halt warm machen, voll geil, alles selber gemacht und Kuchen und Wurststecke und Karlsdecke und Cappuccino, also ein Bar auch noch und Gerstensaft, genau, Fira Moretti, mega. Also das Ding hat eins immer, wenn wir da irgendwie dagegen sind, gell, ja. Weil das ist echt Hammer. Ja. Also das ist sehr zu empfehlen, das haben wir morgen gesagt. Es ist zwar direkt an der Hauptstraße, nur es ist vertretbar mit dem Verkehr. Es ist gar nichts los. Wochenende. Und schau es mal da, es ist allgemein gar nichts los. Total. Es ist Sonntag. Ja. Das ist nämlich auch noch geil. Also der Supermarkt, der hat immer offen, ja. Sogar mal am Sonntag. Sau geil. Also Kaffee mit Supermarkt. Hammer. Morgen geht es ja für uns dann weiter. Also wir bleiben dann nicht mehr da und haben wir gesagt, nach der Tour gehen wir dann noch schnell was essen, weil das auch optimal ist. Stehen wir gleich da. Das ist saugeil. So ein Party Local Lila und dann fahren wir ins Valle Meira. Ja genau, frisches Brot haben schauen, sie auch. Was da noch gibt. Also optimal. Falls jemand einmal da ist, ist sehr zu empfehlen. Ja. Geil, echt Hammer. Ja. Und zwei Kaffee und ein großes Bier, 4 Euro. Das ist auch normal. Hallo, was kriegst du noch für den Preis? Das ist echt Wahnsinn. Also nicht einmal kurz, einfach nur zu dem. Ja. Ja. So. Lecker Stummel.